So, hier waren wir stehen geblieben zuletzt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind immer noch am Start mit unserem Freund Geralt. Und mit der Eskiel. Naja, wie dem auch sei. Wir sind dabei, um den Funkschwanz zu untersuchen, den wir ja in der vorletzten Folge gejagt haben. Und das machen wir jetzt auch. Wir untersuchen den mal. Wir fangen mal mit dem Kopf an. Von oben nach unten. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare. Vortretender Frontallappen. Aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Immer flotten Spruch auf Lager und so, Herr Hexer. Öffne seinen Bauch. Öffne seinen Bauch. Und er ist genüssig dabei. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Koffer. Oh, und ein Goldring. Willst du den Jenne vergeben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Na lecker. Ist auch sehr angenehm gerade der Anblick von dem Viech. Sehen wir uns mal die Klauen an. Nette Klauen. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Achso, das ist nicht das Viech, was wir eben gejagt haben. Ah, ich dachte, das wäre das irgendwie gewesen. Das ist irgendwas anderes, oder? Naja. Ja, das reicht jetzt mal fürs Erste. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskil. Eskil heißt der Kollege. Das Signal wird stärker. Aber laut Informationen. Sicher, dass das Ding hier irgendwie ist. Kann nicht mehr weit sein. Hat Yennefer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft? Psst. Das muss es hier irgendwo sein, oder? Kann nicht mehr weit sein. Ja? Was ist denn dort? Ich habe Emir getroffen. Ich habe Emir getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sorden. Der gesamte Norden kämpfte vereint.
Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Jo, bis dann. Bis später, Wesemir. Schon wärmer, wärmer, heiß. Yuma. Könnte der Grund sein. Wir reden? Ich suche Ciri. Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Wie kann ich dir helfen? Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Das war viel geholfen, hat er ja nicht. Wiedersehen. Aber irgendwie muss er dich... Schon wärmer, wärmer, heiß. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Da bist du ja. Hab's gefunden, was auch immer da ist. Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. So. Einige Zeit später. Fertig. Du kannst gehen. Das ist nicht, danke schön. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Gut. Richtig schön, dass du die Störungsquelle entfernt hast. Super. Sieh zum Feuer. Jetzt sieh hier. Können wir vielleicht wahrscheinlich sogar das Ding Ich hoffe, ich sogar jetzt endlich das Megaskop reparieren. Hi Jenny! Danke. Jetzt scheint's zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Hat sich wohl Spaß erlaubt. Er wird es wohl gewusst haben. Aber was sich neckt, das liebt sich. Du meinst, dass er... Lambert? Wirklich? Sehr schmeichelhaft. Was soll's? Wichtiger ist, dass ich endlich mit Ida Kontakt aufnehmen kann. Die Ida? Die elfische Wissende? Was willst du von ihr? Bleib doch, dann erfährst du's. Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade... Ja, hallo. Catmill and Severn. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine, Catmill Folie,
Gledif Dorn Epteneid, Bundro Ipne Iacus. Kennst du den Dialekt? Erkennst du den Dialekt? Leid in Undod. Das heißt? Die sogenannte eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Okay. Der Migration? Später, Geralt. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, Ense Verne, Waffeil. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Was? Lass mich raten. Geh mal auf den freudigen Weg. Du willst was dafür haben. Wenn's recht ist, Gwynblade, würde ich bitten, dass du mit der Raterei aufhörst und zuhörst. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird den Frost ersterben. Ich kenne Iblines Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade. Denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Was war denn das mit der Migration? Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein. Nö. Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich. Zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Enelle-Elfen waren einst ein Volk, die En-Undod. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die En-Undod mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late En-Undod geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Hast du denn alles verstanden? Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Definitiv. Es wird wohl nichts. Jetzt? Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. Was? Niemals. Okay, aber... Tut mir leid. Als Ida in diesem herablassenden Ton anfing... Hast du beschlossen, sie durch dein Verhalten zu rechtfertigen? Toll gemacht, Geralt. Bravo. Genug. Es ist alles bereit. Wir sollten die anderen holen und anfangen. Okay. Level 16, verfügbare Punkte 3. Oh, wir müssen die Punkte mal unbedingt ausgeben. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Estel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Das ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche? Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist.
Wesemir ist auf seine alten Tage etwas mürrisch geworden. Das war noch gar nichts. Du hättest ihn letzten Winter erleben sollen, als Lambert ihn vorschlug, Kaer Morhen endlich zu verlassen. Was ist so toll an diesen alten Ruinen? Feuchte Mauern, undichte Dächer und im Winter ist es ein einziger verdammter Eisklotz. Wesemir hat kein Wort gesagt. Stand da, griff sein Schwert und schlug auf seinem Weg nach draußen die Tür ein. Kam erst nach einem Monat wieder. Und was jetzt? Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Really? Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Definitiv. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. So. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Sehr gesunde Einstellung. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Machen wir das. Ja, du nicht. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Jen gefunden. Wirklich Fiede. Sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Arschloch. Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da hab ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lambert, nicht witzig. Gut, sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Jen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Pass auf. Achte auf deine Manieren, Lambert. Hast du gehört, was dieser... Ich sag's dir nicht nochmal. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Richtig. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Das hätte jetzt wohl seit Jahren. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht so lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Wollte nicht hören, oder? Eine Viertelstunde später. Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samovila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl.
So. Komm, Schlafenszeit. Also gut, Jungs. Zeit fürs Bett. Du sprichst nur für dich. Die Nacht ist noch jung, wie ich finde. Aber wir nicht. Und morgen ist ein großer Tag. Na gut. Allein zu trinken macht keinen Spaß. War jedenfalls letztes Mal so. Siehst du, nicht mal du kannst dich aushalten. Gute Nacht. Gut. Chris abgeschaut zu Hause, ist am schönsten und dann am nächsten Morgen. Verdammt. Was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Ihr hattet wohl einen produktiven Abend. Etwas, ja. Wir haben über Uma geredet. Bis spät in die Nacht. Dann nehme ich an, hattet ihr noch nicht die Gelegenheit, euch die Balken im Turm anzusehen. Welche Balken? Nein. Aber wir schaffen das noch, versprochen. Nicht wahr, Lambert? Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. So, jetzt würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3. Und dann schauen wir mal, was passiert. Na, bis dann und tschüss.